Bekanntlicherweise ist ein iPhone ziemlich teuer und um das Telefon vor Stürzen etc. zu schützen, ist jetzt meine erste Maßnahme, ein Panzerglas zu installieren. Und zwar habe ich mich dabei für ein Panzerglas der Marke Spiegen entschieden. Warum? In der Vergangenheit hatte ich des Öfteren Panzerglas von dieser Firma und war damit sehr zufrieden. Und dieses Telefon möchte ich nicht länger ohne Panzerglas nutzen. Auch möchte ich zukünftig eine Hülle darum packen. Da kommt heute noch eine Hülle der Marke Wino Shield an. Und die können wir uns dann, wenn ihr möchtet, auch nochmal angucken. Heute geht es tatsächlich aber um das Panzerglas der Firma Spiegen und wie das installiert wird. Dazu habe ich jetzt einmal meinen bekanntlichen Froschreiniger und einfach ein ganz normales Standard-Baumwoll-Küchentuch. Wir beginnen direkt einmal damit, das Telefon zu säubern. Und klar, so Fingerabdrücke etc. sind ja immer relativ schnell auf so einem Telefon. Und um das jetzt von fettigen Fingerabdrücken und Staub zu befreien, nehme ich immer diese Kombination, bestehend wie gesagt aus Spiritus, Glasreiniger von Frosch und einem Baumwolltuch. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist hier sogar auch so ein Alkoholtuch drin. Richtig sauber machen ist das A und O, damit jetzt auch kein Staub etc. gleich unter dem Panzerglas klebt und für unschöne Bläschen sorgt. Wenn ihr das ähnlich macht wie ich, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Oder wenn ihr einen Trick habt, wie man es noch besser hinbekommt, dann lasst es mich auch wissen. Das gefällt mir richtig gut. So, und gucken mal hier in die Verpackung von dem Spiegen. Okay, so, hier haben wir jetzt noch kurz Installationsanleitung. Da gibt es übrigens hier auf der Verpackung auch nochmal ein QR-Code, welches euch direkt nach dem Einscannen zu einem Video führt auf YouTube mit der Installation von diesem Panzerglas. Ansonsten gibt es das auch nochmal in gedruckter Version. Hier haben wir jetzt übrigens auch einmal das Alkoholtuch und das Trockentuch und wir haben hier so ein Spachtel, um die einzelnen Bläschen hier rauszudrücken. Ja, kommen wir jetzt hier zum Eigentlichen. Hier haben wir jetzt so eine Art Schablone. Wir haben sogar zwei. Diese Schablone legt man aufs Smartphone drauf. Das ist einfach zum Positionieren des Panzerglas, damit es wirklich die richtige Position auf dem Smartphone hat. Jetzt müssen wir das einmal umdrehen. Hier sieht man ja oben die Aussparung. Das ist von der Notch vorne, das heißt, es muss gleich so rum draufgelegt werden, was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir jetzt hier diese Schutzfolie abmachen. Machen wir ab und legen jetzt das Handy so da drauf. Müssen wir 30 Sekunden warten. Müssen hier einmal jeweils nach links und nach rechts. So, warten jetzt 30 Sekunden, so auch wie es da steht. So, 30 Sekunden sind rum. Jetzt ziehen wir diese Folie hier ab. Die zieht nämlich nochmal, das sehen wir hier auch, die zieht hier richtig schön auch nochmal die Blasen mit. Da sehen wir das wirklich sehr, sehr gut. So. Dann können wir das abnehmen. Hier sehen wir jetzt auch wirklich, dass das Handy optimal liegt. Die Notch ist richtig schön ausgespart. Wir können jetzt hier nochmal gucken, dass wir jetzt hier die einzelnen kleinen Bläschen rausgedrückt bekommen. Das können wir auch hier mit diesem Schaber machen. So, drücken wir hier zur Seite raus. Schack, weg ist er. Dann finde ich, sieht das wirklich ganz vernünftig aus. Jetzt machen wir die Folie ab. Und wir haben wirklich ein top angebrachtes Panzerglas. Hier oben die Notch, es ist wirklich natürlich passt optimal und wir haben kein Luftbläschen, das Glas ist geschützt, Mission erfolgreich. Und an der Stelle muss ich wirklich sagen, diese Idee hier finde ich wirklich richtig gut. Einfach mit so einer Schablone, dass man nicht die Folie da oder das Panzerglas da drauflegen muss und dann erstmal ausjustieren muss, wie das am besten liegt, sondern es wird direkt passt optimal anhand dieser Schablone angebracht, draufgelegt, 30 Sekunden gewartet, die übrigen Bläschen rausgedrückt und fertig. Also das war jetzt richtig gut. Gekostet hat dieses Paket, ich meine so um die 8 Euro. Ich blende euch das jetzt gerne nochmal ein. Ist ein guter Schutz. Ich glaube, mit dem Spiegen macht man wirklich nichts verkehrt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, gerne ein Abo. Mich würde jetzt auch an der Stelle mal interessieren, ich habe das Handy jetzt mittlerweile einige Tage im Einsatz, kann schon das eine oder andere dazu sagen.
wenn ihr gerne, jetzt nachdem ich das Handy schon einige Tage im Einsatz hatte, gerne auch mal von mir so einen kleinen Zwischenbericht haben wollt, ob und wie zufrieden ich mit diesem Telefon bin, ob es anfällig ist. Ich habe das jetzt, wie gesagt, auch einige Tage genutzt und das ohne irgendwelchen Schutz. Ich habe hier weder eine Hülle jetzt bisher drauf gehabt, noch hatte ich bis jetzt Panzerglas, das haben wir jetzt nachgeholt. Die Hülle kommt heute noch an, da habe ich mich für eine von Rhinoshield entschieden. Wenn ihr da nähere Informationen zu haben möchtet oder sogar ein separates Video, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten würde ich sagen, ja, war's das mit diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe sehr, dass ihr beim nächsten Mal, egal was ich mache, wieder dabei seid. Bis dahin verabschiede ich mich. Macht es gut. Schöne Adventszeit. Bis dahin. Ciao.